Hier am heimischen Gemüsegarten finden wir uns wieder ein mit Ryoma, um dieses Mal mit der Geschichte von Ryuga Gotoku Ishin etwas weiterzumachen, denn ein geheimnisvoller Besucher hat unseren Helden in der Terraria-Herberge versucht aufzusuchen. Ein Samurai aus Tosa. Und wer das ist, das wissen wir noch nicht. Bisher kennen wir eigentlich nur Takechi Hampeita und Okada Iso, auf die diese Beschreibung passen würde. Und eigentlich würde das nicht so viel Sinn machen, dass es einer der beiden war, denn die haben wir ja kürzlich getroffen. Ja, schon ein bisschen her, aber die haben wir beide zumindest schon in Kyoto getroffen. Wir waren aber, wie gesagt, nicht vor Ort, als diese Person im Terraria auftauchte und deshalb wartet sie nun am Kiyomizu-dera auf uns. Der liegt am Hang in der Nähe der Gojo-Straße, einer der berühmtesten Tempel Kyotos, wegen seiner auf Holzstählen erbauten Terrasse. Ist auch wirklich ein schöner Ort, der von tausenden Touristen jeden Tag besucht wird. Und da geht es jetzt hin, sobald wir diese Kollegen hier besiegt haben. Wir müssen, glaube ich, hier durch die Straße und uns dann relativ bald rechts halten. Dann kommen wir direkt ans Ziel. Mehrfach habe ich ja bereits auch schon erwähnt, dass der Ort auch schon in Kensan Schauplatz war. Daher konnten wahrscheinlich ein paar Elemente recycelt werden für dieses Spiel. Das basiert ja so ungefähr noch auf derselben Engine. Ihr beide seid gleich auch erledigt. Herr Abe und Herr Adai. Oder wie sie heißen. Er hat auch schon das Schwert gezückt. Dann gehe ich mal den anderen Weg lang. Muss sowieso in die Richtung. Und da sind nochmal welche. Oh je. Ja. Lässt sich nicht vermeiden. Noch ein paar Gesetzlose stellen sich mir in den Weg. Wieder nur drei. Das ist noch ganz vertretbar. Kann ich auch mal wieder ein bisschen üben. Das sah lustig aus. Es war fies mit dem scharfen Schwert, aber weil es so direkt im Po gelandet ist, musste ich ein bisschen schmunzeln. Als würde er ihm mit einer riesigen Spritze eine Impfung verpassen wollen oder so. Dem kleinen Baby. Ich bin etwas müde und daher zusätzlich albern. Nein, ich muss genau in die andere Richtung. Haben die mich nach dem Kampf einfach in die falsche Richtung gedreht? Ui, da sind noch mal Gegner. Und hier marschieren auch einige lang. Mann, Mann. Nicht das beste Viertel, um zu dieser Uhrzeit unterwegs zu sein, wie es scheint. Oh ja, großartig, noch eine Assel. Und den Regenwurm brauche ich auch nicht. Hier sind nochmal Tunichtgute. Genau, doch, das war die Glücksspielhalle. Das schaffe ich nach Kiyomizu, bevor die mich erwischen. Straße zum Kiyomizu-Tempel oder Tor zum Kiyomizu-Tempel hieß der Durchgang. Und der Kiyomizu, der da müsste hier geradeaus liegen. Ein Stück des Weges wurde wohl übersprungen. Was ist hier mit dem? Hat der was getrunken? Dass er da so liegt. Ist das eine Banane? Ja. Ist wohl immer ausgerutscht. Hey, hey du. Ist alles in Ordnung mit dir? Was ist passiert? Substory 66, der Mann mit Gedächtnisschwund. Und er hat ordentlich eins auf die Rübe bekommen. Wenn ich seine Wunde nicht versorge, dann... Womit könnte ich ihm helfen? Dann muss ich ihm wohl etwas zur Heilung verabreichen.
aber nichts von meinem guten Stoff. Hier, eins von den normalen. Hey, halt durch. Hier, nimm das, dann geht's dir besser. Hast du dich um mich gekümmert? Ja, ein bisschen. Was ist denn eigentlich passiert? Ich war hier spazieren und dann... Ah, mein Kopf tut so weh. Es fällt mir nicht mehr ein, was dann war. Ist wirklich alles okay? Wenn dir der Kopf schmerzt, versuch's besser nicht zu erzwingen. Tut mir echt leid. Warum bin ich hier nur gestürzt? Hier. Keinen blassen Schimmer. Tja, dann müssen wir uns damit wohl begnügen. Hier, das ist ein kleines Dankeschön dafür, dass du mir geholfen hast. Ein Ast eines abgestorbenen Baumes erhalten. Ist wohl eine Waffe oder so. Hier geht es dir wieder einigermaßen. Ja, aber weil mir der Kopf noch etwas brummt, bleibe ich erstmal hier und erhole mich etwas. Pass gut auf dich auf. Das mache ich. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Okay. Eine neue Bekanntschaft gemacht und ein paar Punkte erhalten. Da liegt noch irgendwas auf dem Boden. Ist das ein Los? Nein. Es sind drei unreife Pflaumen, die aus der Saison gefallen sind. Da sind ein paar Jizo. Hier kann ich beten. Noch zweimal, dann habe ich das Challenge erfüllt. Und hier ist das Tor zum Tempel. Was steht hier auf den Pfahnen? Ich glaube, die verehren Erntegottheiten oder so. Das müsste das heißen. Ha. Also der echte Weg zum Tempel ist um einiges steiler bergauf. Sieht genauso aus, wie ich mich dran erinnere aus Kensan, aber wahrscheinlich um einiges besser. Die Erinnerung spielt einem ja manchmal so den ein oder anderen Streich. Da habe ich ja einen unerwartet großen Fisch gefangen durch meine Verfolgung an Peters. Ist das vielleicht Schicksal? Hey, hey, das ist doch wirklich kein Ort, an dem man sein Schwert zieht. Hast du mich hierher beordert? Ja, ich bin Nakaoka Shintaro, ein Ronin aus Tosa. Freut mich, Sakamoto Ryoma. Date spielt also Nakaoka Shintaro. Ein bisschen alt für die Rolle, oder? Nakaoka Shintaro aus Tosa? Genau. Ich bin sozusagen ein Freund aus der Heimat. Warum meintest du, dass du Takechi verfolgst? Du bist einfach hergekommen, ohne dass du wusstest, wer hier auf dich warten würde. Du hast sicherlich etwas Zeit, oder? Ist eine längere Geschichte. Na, dann ist ja gut, dass ich das beim letzten Mal nicht mehr gemacht habe. Und du meintest, dein Name wäre Nakaoka. Wer bist du? Ich bin im Dienst von Yoshida Toyo. Naja, besser gesagt war ich's. Ich stehe Toyo gegenüber tief in der Schuld. In Vaters Schuld? Du nennst ihn Vater? Damals hast du ihn auch schon so angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Damals? Was meinst du? Na, als Toyo ermordet wurde. Damals war auch ich vor Ort. War es echt? Ist mir wohl entgangen. Durch das Übersetzen achte ich viel auf die untere Bildschirmhälfte in den Zwischensequenzen. Du warst vor Ort? Also als wir den Lärm hörten, sind wir herbeigeeilt. Aber da war es schon zu spät für Toyo. Und damals waren du und Takechi bei ihm. Was? Woher weißt du davon, dass auch Takechi dort war? Als alle in den Raum eilten, war außer mir niemand mehr dort. Ich hab doch gesagt, dass ich im Dienst der Toyos stand. Ich hab direkt von ihm erfahren, dass ihr beide an dem Tag von ihm empfangen würdet. Ach so. Danach habe ich die Verantwortung übernommen, dass ich ihn nicht schützen konnte, und wurde meines Amtes enthoben. Euretwegen ist mein Leben ganz schön durcheinander geraten. Naja, der Aspekt ist mir eigentlich nicht so wichtig. Es hätte sowieso keinen Sinn gehabt, weiter in der Burg zu dienen, ohne dass Toyo dort wäre. Aber denen, die ihn ermordet haben, vergebe ich nicht.
Dir vergebe ich nicht, Sakamoto Ryoma. Und? Wo ich jetzt hier vor dir stehe, was hast du vor? Willst du mich hier töten? Tut mir leid, das war ein schlechter Witz. Natürlich erscheint es offensichtlich, dass du der Täter warst. Was meinst du damit? Ich habe einen anderen als tatsächlichen Mörder in Verdacht. Wie? Man muss nochmal gründlich darüber nachdenken. Wenn du Toyo ermordet haben solltest, was hättest du damit gewonnen? Du wirst Tosa verlassen und lebst jetzt unter falschem Namen in Kyoto. Warum hättest du Toyo umbringen müssen, wenn das deine Belohnung dafür gewesen sein sollte? Wenn das so ist, was glaubst du, wer der wahre Täter war? Takechi Hanpeta. Das ist meine Annahme. Wie? Hanpeta und seine Kinoto haben beide große Fortschritte gemacht. Wenn Toyo noch am Leben gewesen wäre, dann hätte Hanpeta die Schritte, die er unternommen hat, nicht so durchführen können. Er ist sogar in den Stand eines Joshi erhoben worden. Gibt es in dem Umkreis jemand anderen, der mehr gewonnen hätte? Ja, aber kannst du mit Gewissheit sagen, dass das anders ist? Und deshalb bist du ihm jetzt auf der Spur? Ja. Und sozusagen zufällig bin ich bei meinen Nachforschungen jetzt auf dich gestoßen. Nun gut. Ich muss sagen, dass deine Theorie logisch klingt. Aber einen wichtigen Punkt hast du dabei übersehen. Was? Bevor du in den Raum gekommen bist, war noch eine dritte Person dort. Ein maskierter Mann. Wir beide haben ihn gesehen. Und dann hat er Toyo erschlagen. Er ist der Täter. Weißt du, mich lässt dieser Vorfall auch nicht los. Und ich verfolge den Maskierten seitdem, um die Hintergründe zu erfahren. Ach, so war das. Dann scheinst du ja Informationen zu haben, die mir bisher noch nicht bekannt waren. Ich denke, ich sollte dir erstmal zuhören. Es ist ebenfalls keine kurze Geschichte. Interessant, dass Hanpeta hier wieder ins Spiel gebracht wird als Täter. Kann ich gleich nochmal was zu sagen? So. Und deshalb bist du jetzt also der Shinsengumi beigetreten, weil du den Maskierten dort vermutest. Ja. Du gehst wirklich sehr weit. Das klingt gefährlich. Hattest du schon Erfolg? Ich denke, Yamanami Keisuke und Nagakura Shinpachi waren nicht hinter der Maske. Aber das ist schon alles, was ich bisher herausfinden konnte bei der Shinsengumi. Naja, du bist auch wirklich noch nicht lange dabei. Das ist wirklich schon einiges. Aber man muss auch bedenken, dass auf dich als Kapitän viele Blicke gerichtet sein werden. Das kann die Ermittlungen erschweren. Was sagst du da, Herr Sakamoto? Sollten wir vielleicht zusammenarbeiten? Wir haben beide dasselbe Ziel, den Mörder Toyos zu finden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hier aufeinander treffen sollten. Damit hast du vielleicht recht. Gut, dann ist es beschlossene Sache. Jetzt gibt es Stress. Die sind doch... Das ist schlecht. Die Tosa Kinoto. Sie haben wohl mitbekommen, dass ich Takechi nachstelle. Du bist Nakaoka Shintaro, oder? Sie sind an mir her. Lauf weg. Denkst du etwa, ich würde dich in dieser Lage zurücklassen? Na, eher nicht. Wer die Geschäfte der Kinoto stört, trifft auf unsere Schwerter. Seid ihr bereit? Mein Begleiter hat mit dem hier nichts zu schaffen. Lasst ihn bitte gehen. Warum würdest du dich an so einem Ort mit einer unbehelligten Person treffen? Verdammt. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Keine Sorge. Das hier geht auf mich an. Ich stehe in deiner Schuld.
Macht sie beide fertig! Na, mal sehen, wie wir da rauskommen. Die hatten ja schließlich die Waffen schon gezückt. Aber jetzt scheinen sie auf sich warten zu lassen. Dann kann ich einfach hinlaufen und denen mit meinem Schwert ein Ende bereiten. Aber da ist ja wieder einiges in Bewegung. Sehr schön. Und sehr schön, dass wir auch wieder auf dieser berühmten Plattform kämpfen dürfen. Da muss ich erstmal versuchen, jemanden runterzuwerfen. Das hat Tradition. Großartig. Ja, eigentlich schade, dass Ryoma inkognito unterwegs ist. Denn er ist doch immer noch Hauptmann der Kinoto. Und sie sollten eigentlich nicht gegen ihn kämpfen. Aber die Organisation hat sich natürlich im Laufe des Jahres, das vergangen ist, auch sicherlich ziemlich verändert. Kann ich das nicht kaputt hauen? Wo geht's weiter? Da hinten? Komm mit, Nakaoka. Kurz noch den Blick genießen. So, jetzt machen wir das kaputt. Die Darstellung Nakaoka Shintaros ist auch sehr interessant. Mit dem Historischen hat es so gut wie gar nichts zu tun auf den ersten Blick. Fängt an mit dem Alter, denn der echte Shintaro war eigentlich sogar noch 2 Jahre jünger als Ryoma, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste also zu dieser Zeit so Mitte 20 sein und so sieht der nun gar nicht aus. Aber gut, die größeren Unterschiede sind eigentlich in seinem Werdegang, denn der war auch ein ganz anderer. Die Ausbildung am Schwert hat er nämlich zum Beispiel in Hanpeiters Dojo erhalten. Und war selbst genau wie Ryoma ein Mitglied der Kinoto, sogar eines der Gründungsmitglieder. Daher ist es jetzt ein bisschen komisch, dass wir hier gegen die Kinoto kämpfen und er in dieser Variante der Geschichte in der Burg von Kochi angestellt war. Aber er und Sakamoto sind wirklich zwei echte Helden der japanischen Geschichte und sie sind untrennbar miteinander verwoben, sodass sogar viele Denkmäler den beiden gewidmet sind. Aus wichtigem Grund, den ich aber vielleicht an dieser Stelle noch nicht erwähne. Ja, es geht sehr gut mit der Pistole. Ich muss sehen, dass ich diese längeren Kämpfe nutze, meine verschiedenen Fähigkeiten ein bisschen aufzuleveln. Man könnte auch eigentlich einfach dran vorbeigehen. Die sehen auch lustig aus, diese Sperren. Hui, was ist hier los? Die schießen jetzt auf mich. Muss ich mich wohl verstecken hinter den Dingern? Außerdem kann ich mit R1 und Viereck mich bewegen und gleichzeitig schießen, aber das brauche ich jetzt nicht. Ich laufe einfach hier hinter die Steinlaternen, dann komme ich schon an die ran. Ein gutes Cover-System. Ich könnte eigentlich mal andere Spezialmunition noch ausrüsten, denn die andere ist leer. Diese Hindernisse, die uns in den Weg gestellt waren, sehen eigentlich aus wie welche, die man an modernen Tempeln findet. Also heutzutage, um die Besucher nicht durchzulassen. Ich glaube nicht, dass zu der Zeit auch schon solche Barrieren dort zu finden waren. Shintaro war übrigens auch später Mitglied der Kaientai. Eine Organisation von Ryoma, die versucht hat, die politische Allianz zwischen den Lehen Choshu und Satsuma herbeizuführen. Die wurde dann später auch noch ziemlich wichtig, aber auch bei dem Teil gehe ich, glaube ich, noch nicht mehr in die Tiefe, weil ich weiß gar nicht, wie viel davon noch im Laufe dieser Story behandelt werden wird. Was mich noch interessiert ist, dass Hanpeiter wieder als möglicher Profiteur von dem ganzen Mordkomplott hier ins Spiel gebracht wurde. Ich habe ja, glaube ich, schon verraten oder es zumindest ziemlich direkt angedeutet, dass historisch Takechi tatsächlich der Mann hinter dem Mord an Yoshida Toyo war. Und meine Theorie, die momentan noch nicht so wirklich widerlegt wurde von dem Spiel, ist, dass der Maskierte vielleicht Okada Iso war, der im Auftrag Hanpeiters Toyo umgebracht hat. Das Spiel hält das ja noch relativ offen, aber ich denke, Sinn würde es auf jeden Fall ergeben. Ich habe mir auch nochmal die Szene angeschaut und Toyo war kurz davor, etwas zu Ryomas Rolle in den revolutionären Bestrebungen der Verschwörer zu sagen, als er umgebracht wurde.
In dem Moment klang es so, als wolle er nicht, dass Ryoma bei der Kinoto weitermacht. Also war der Eindruck, dass er vielleicht nicht gut geeignet für so ein Amt wäre. Man könnte aber auch vielleicht denken, dass Toyo ihn nicht degradieren, sondern eher zu einer wichtigeren Position befördern wollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass Han Peter das vielleicht gewusst hat und daher diese ganze Sache eingefädelt hat. Aber das ist auch nur meine momentane Theorie und alle Fragen sind damit auch noch nicht so richtig geklärt. Sie basiert ja auch vor allem auf meiner Erwartung, die ich mitbringe, weil ich die japanische Geschichte diesbezüglich kenne. Es kann natürlich genauso gut sein, dass die Macher mit diesen Erwartungen spielen und was ganz anderes erzählen möchten. Ich finde es immer noch schwierig zu beurteilen, wie gewillt man ist, komplett alles Historische links liegen zu lassen oder wie man sich dann am Ende doch vielleicht dran hält. Wie dem auch sei, in erster Linie finde ich es total cool, dass man da so mitraten kann. Und freue mich zu sehen, wie sich das alles entwickelt. So, einer ist noch übrig. Den hätten wir gleich. Und dann ist der Kampf vielleicht auch mal erledigt. Nee, es geht weiter. Es war wirklich cool, wie originalgetreu diese ganze Tempelanlage hier nachgebaut wurde. Mit den verschiedenen Terrassen. Hey, da wird wieder geschossen. Kommt die von links oder rechts? Ah, hier links sind sie. Ah, Mist, da war ich ein bisschen zu langsam. Cool. Mit der Combo ist es gar nicht schlecht. Dann trifft man erst einen, dann trifft man noch jemanden mit dem Streuschuss und am Ende kann man eine von der Spezialmunition auf den Geritten im Grunde richten. Trotzdem glaube ich, dass man effektiver ist, wenn man mit dem Schwert einfach hinrennt. So kann ich aber mein Ziel etwas aufleveln. Das ist aber genug. Moment, das könnte ich mal wieder machen. Bringt nicht sonderlich viel, aber dafür levelt sich der Stil ab. So, du noch. Und dann ist vielleicht mal Schluss. Oh, ich dachte kurz, dass das Spiel eingefroren sei. Aber es kommt noch der Hammerbruder. Hui. Auch eine etwas seltsame Waffe für das Setting. So ein riesiger Vorschlaghammer. Vielleicht war der einfach über aus den Requisiten der anderen Yakuza-Spiele. Andererseits ist der ganz schön groß. Bei Yakuza 6 gab es ja auch Vorschlaghämmer, aber ich glaube, die waren nicht so riesig. Hilf mal mit, Nakaoka. Sieht schon ein bisschen jünger aus als Date in den anderen Spielen. Trotzdem, der ist nicht jünger als Ryoma. Oder was meint ihr? Ah. Er hat wieder so viel Energie hier. Immer auf Distanz gehen, wenn er mit seinem Hammer kommt. Und dann versuchen, möglichst viel Schaden zu machen, wenn er zu Boden geht. Ei. Ah. Ah, cool. Man kann ihn ganz gut blocken, aber man muss sehen, dass man wieder neu den Block aufbaut, wenn er ihn einmal zu schlagen hat. Ja, und Nakaoka feuert mich an, anstatt mal selber mitzuhelfen. Ah, stellt sich nur dämlich in den Weg. Jetzt gehe ich besser mal auf Distanz. Ich könnte mich natürlich auch mal heilen. Oh. Wieder die schönen Kekse. Oh je, Mist.
Wunderbar reingelaufen. Ah, cool. Eine gute Aktion gemacht und dann wieder eine weniger gute. Jetzt halt Anlauf. Wenn er fertig ist, jetzt wird er mit bloßen Händen niedergeprügelt. So, das kann ich nämlich auch. Wenn ich es nur will. Jetzt weiß ich, wieso man dich zum Kapitän gemacht hat. Du verstehst dich aufs Kämpfen. Nicht doch. Du bist auch ziemlich versiert. Na gut. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Ich denke, ich werde auch ins Teradaya ziehen. Dann können wir dort unsere Informationen austauschen. Was meinst du? Gut. Forschst du weiter nach über Takechi? Nee, das lege ich fürs Erste auf Eis. Er ist übrigens momentan noch schon wieder in Tosa. Daher konzentriere ich mich fürs Erste auch auf die Shinsengumi. Moment mal. Er ist wieder in Tosa? Wusstest du das nicht? Der Daimyo ist kürzlich aus Edo nach Tosa zurückgekehrt. Und daraufhin hat er auch Takechi nach Tosa beordert. Was hat das zu bedeuten? Die Order kam von Yamauchi Yodo. Er hat die ganze Zeit verborgen in Edo gelebt, nachdem er während der Ansei-Säuberung sein Amt verloren hatte. Er ist echt in die politischen Wirrungen des Bakufu verstrickt worden. Aber als ehemaliges Oberhaupt der Provinz hat er auch jetzt noch einen großen Einfluss. Und sich ihm zu widersetzen wäre hochgradig fahrlässig. Soweit kannst du mir folgen, oder? Ja. Während Yamauchi Yodo in Edo war, hat er Tosa in der Obhut Toyos gelassen. Jetzt, wo Toyo aber ermordet worden ist, hat Yodo endlich die Erlaubnis von Bakufu erhalten, nach Tosa in seine Domäne zurückzukehren. Aber warum hat er dann Takechi wohl zurückbeordert? Tja, keine Ahnung. Das Problem ist aber ein anderes. Momentan hat Hanpeter die Politik Tosas durch seinen Einfluss auf die Provinzältesten so ziemlich in der Hand. Ich bin mir sicher, dass Yodo das nicht gutheißen wird. Wäre Yodo schon bereits vor einem Jahr in Tosa gewesen, hätte die Kinoto niemals so einen Einfluss gewinnen können. Das heißt, es wird nicht einfach für Takechi und die Kinoto werden. Das hängt davon ab, wie Yodo reagiert. Momentan können wir das nur beobachten. Aber wir haben sowieso eine andere Aufgabe, oder? Der Mann mit der Maske. Und Takechi ist auch nicht der Shinsengumi beigetreten. Daher ist er in diesem Moment weniger in Gefahr als du. Ja, das stimmt wohl. Interessant. Oh, und das Kapitel ist zu Ende. Nicht unbedingt ein Cliffhanger, aber eine sehr interessante Entwicklung der Geschichte. Es ist auch wichtig, dass am Ende jetzt nochmal Yamauchi Yodo, der Daimyo von Tosa, ins Spiel gebracht wurde. Denn der ist eigentlich auch noch relativ wichtig für die Figur Takechi Hanpeters. Und ich habe mich schon gefragt, was mit ihm ist, ob er überhaupt noch erwähnt würde oder ob die Geschichte ohne ihn auskäme. Denn Yoshida Toyo ist ja, wie auch eben gesagt wurde, eigentlich nur eine Art Verwalter für Yamauchi gewesen, während jener in Edo war. Auch die Ansei-Säuberung kam nochmal zur Sprache, aber ich glaube, auf die gehe ich jetzt besser nicht ausführlicher ein. Das ist jetzt hier nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt dafür. Eigentlich ist sie schon ein ziemlich zentrales Ereignis für diese Zeit. Naja, wenn sie an anderer Stelle erneut auftauchen sollte, dann werde ich noch einmal auf sie eingehen. Aber das war's dann für dieses Mal und beim nächsten Mal geht es weiter mit dem 5. Kapitel von Ryuga Gotoku Ishin. Macht's gut bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen.